Noch eine Überwachungskamera. Bildmaterial von Zivilisten, die durch einen verlassenen U-Bahnhof verfolgt werden. Schauen wir auch noch an. Ist lange her. Okay, da warten wir noch. Waffen. Nö, das will ich nicht. Ich will mir das Sniper-Ring gar nicht hergeben. Das interessiert mich gar nicht. Habe ich nicht eine Schotte? Ich habe doch eine Schotte gekriegt. Wo waren die jetzt da? Die ist hier. Aber die, mit der renne ich jetzt eh nicht herum. Passt schon. Hab noch ein paar Mods gekriegt. Okay. Hast du die Videos eigentlich angeschaut? Nicht, gell? Nee. Kann man gleich gucken, ob da irgendwas gibt, was da ein bisschen peppt. Ah, peppt hier nichts in die Höhe. Was haben wir hier? Ja, erweitertes Magazin eventuell. Das macht dann noch ein bisschen mehr. Und das ist aber ich habe das Schnellfeuer. Ich glaube, wenn ich im Safe House jetzt schnell bin, dann wechsle ich ganz kurz den Controller aus, weil da die Batterie gleich leer ist. So. Du weißt, du bist wieder unterwegs. Ja, ich bin noch. Wie erwartet! Fies! Ja, weil ich doch gesagt habe, ich tue schnell den Controller austauschen. Du hast mich eh gleich eingeholt, wenn ich im Safehouse bin. Ja, okay, während du austauscht, mache ich wieder das, was ein Mann tun muss. Luxus und Ruhm und Ruhm bis zum Schluss. Ja, das ist mein Ziel, das mir nie so klar war. Eine Pfote, Amigo, eine auf die Nase, ein Auge aufs Geschäft, eins im Plattenkasten, ein Ohr fürs Rudel, eins für den Gegner, ein Tanzbein, ich darf's nicht hochladen, wenn ich das singe. Ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss. Aber wie lange dauert das Auffüllen, wenn der Typ da im Weg ist? Ewigkeiten, Ewigkeiten, sag ich dir. Gut, während der PC wechselt, wechsle ich auch kurz was. Bin in 2 Minuten wieder da. Jo, dann... Bis gleich, Leute. Bis gleich. Auf der Suche nach was Bestimmtem? Das sind ganz normale Leute aus der Nachbarschaft. Das sind wir. Aber das sind nicht die einzigen da draußen. Habt ihr schon mal von etwas namens National Security Presidential Directive 51 gehört? Nee, habt ihr nicht? Das ist nicht gerade das, was man auf dem Titelblatt der Post findet. Nein. Directive 51 ist mehr eine Art geheimer Machtübernahmeplan. Was darf denn sein, ha? Um sicherzustellen, was die Sesselpupser Fortbestand der Regierung nennen. Hört sich gar nicht so gruselig an, oder? Bis man herausfindet, wie es funktioniert, nämlich, dass sich versteckte Regierungsagenten mitten unter uns befinden. Und sobald Directive 51 in Kraft tritt, werden diese Agenten aktiv. Das heißt, unsere Regierung unterhält Schläferzellen in unserem eigenen gottverdammten Land. Sehen Sie mal hier. NSA-Typen, die wie du und ich aussehen, bis der Schalter umgelegt wird. Tja, und dann beginnen sie die Leute zusammenzutreiben. Stecken sie uns in Lager, erschießen sie. Ah, Controller ist kalt. Controller ist kalt. Und die Sache ist, niemand weiß es. Ich meine, so. Das Kriegsrecht ist undemokratisch, aber es ist immerhin transparent. Die haben wir ja schon, ja. Worauf warten Sie? Jedes Detail. Glaubhafte Abstreitbarkeit, Leute. Beschissene glaubhafte Abstreitbarkeit. Home of the Free. Ne, 10-13, nicht. Da ist er wieder! Ja! Hurra! Suche nach was Bestimmtem? Das willst du gar nicht wissen, Baby. Such gerade den nächsten Einsatz. Das nächste war ja Stromnetz. Ja. Ah, super. Hä, warum finde ich nichts mehr, was mit Stromnetz zu tun hat? Was darf denn sein, ne?
Stufe 10 bis 13. Da haben wir Strom. Kann ich das nicht irgendwie, mach mal Legenden. Jetzt hat's, so kann ich mich besser umsehen. Gut, dann mal gucken, also. Das passiert. Wir sehen uns dann. Okay, da haben wir einmal 10 bis 13 Stromnetz. Kann ich irgendwie das aus der Karte... Gut. 10 bis 13 ist es gut. 16 bis 18 ist zu stark. 18 bis 19 ist noch auch zu stark. Ja, dann machen wir 10 bis 13 Stromnetz. Gut, müssen wir uns eh ranhalten. Zum Glück ist das jetzt eine so schnell gegangen. Ja. So Leute, wir sind zurück. Läuft bei uns, oder? Super, super. Nächste Mission, bitte, please. Markiert hat der Patsy schon, super läuft. Habe ich schon ausgewählt, jo. Aber es gibt irgendwie, habe ich das Gefühl, irgendwie wenig, also relativ von dem Zeug, aber das weiß ja nicht, ob... Es kann ja sein, dass das erste einfach nur damit zu tun hat, die Basis aufzubauen und dann kommen erst richtige Story-Sachen dran, ich weiß es ja nicht. Ja, das kann möglich sein. Ich hoffe halt, weil irgendwie... Agent, unser Netzwerk hat akute Kommunikationsschwierigkeiten, die Sie sich ansehen sollten. Eine solche Szene haben wir noch nie gedreht, also werde ich keine große Hilfe sein. Ende der Durchsage. Okay, gut. Warte, da ist doch wer. Bitte, was ist denn los? Nimm das. Ich bin so froh, dass ich Sie getroffen habe. Gib mir eine moderne Jacke. Ob ich die schon habe, weiß ich gar nicht. Achso, ich hatte neue Schuhe, gell? Aber brauche ich überhaupt schon neue Schuhe? Brauche ich neue Schuhe? Nein, das ist moderne Militärjacke. Das ist moderne Jacke. Oh, läuft ein bisschen anders. Nicht nur braun herumrennen. Da ich überlege gerade, ob wir die hier auf dem Dach hier gleich mitmachen sollen, aber ich weiß nicht, wie ich hier aufs Dach komme. Da ist ein na? Vermisster Agent. Warte, ich komme. Dann nehmen wir den mit auf den Weg, oder? Ja, der liegt nicht ganz auf dem Weg. Okay, in die Richtung. Es sind ja nur 5 Bereiche, die wir finden müssen. Meine Kleine ist so schwach, sie kann vor Hunger nicht mal weinen. Agent, es gibt eine Versorgungskiste, um die Sie sich kümmern sollten, bevor es jemand anderes macht. Wir schaffen das. Wir machen das später, ja. Nehmen wir es so, machen wir dann später. Da lernen wir jetzt einfach dran vorbei. Man kann sich in dem Spiel so leicht ablenken lassen von dem, was man eigentlich vorhat. Ja. Oh, warte. Lass mich raten. Sicher darunter. Ich sehe den Pfeil nicht. Oh, hab ich's gewusst? Hätte ja sein können, dass man wieder zurücklaufen muss. Ah, da ist schon wieder der nächste Punkt. Es geht da flott. Das ist schon der vierte, oder? Ja. Ich weiß zwar nicht, für was das wirklich gut ist, weil man findet ja im Prinzip den vermissten Agenten nie. Kann das möglich sein, dass ich richtig bin? Ich denke nicht. Nee, ich glaube, wir sind falsch. Ja, warte. Ich denke, auf der anderen Seite wäre es weitergegangen hier. Ja. Hier. Schon sind wir da, hurra. Einsammeln, perfekt, Punkte. Ich weiß immer noch, aber noch nicht, für was das gut sein aber soll. Aber ich sehe hier viele Hunden, nur keine Katze. Hunden. Hunde? Ich wollte gerade sagen, wer sind viele Hunden? Ja, viele Hunde, aber keine Katze. Wo sind die Katzen? Die Division mag keine Katzen. Sind keine Katzenliebhaber. Ja, vielleicht sind die Hunde immun gewesen gegen den Virus, aber Katzen nicht. Oh Gott, das müssen wir Nachschub verteidigen, wir sind zum Falschen gelaufen. Geläuft! Okay, ich muss hoch. Wo ist denn der Nachschub? Ach, da hinten, was? Wie soll man denn so schnell hinkommen? Zip. Das nimmt schon Schaden, das Zeug. Ja, ich bin ja gleich da. Sag bloß, ich laufe den langen, umständlichen Weg.
Ich laufe komplett falsch. Oder nicht? Gott, nimm die Snipper weg. Da ist nichts zum Snippern. Das ist doch wahnsinnig, mich schlagen! Wie kannst du es wagen? Will ich nicht. So, jetzt müssen wir das andere wo jetzt? Schützen, oder? Nee, verteidigen. Gott, das ist es doch. Ah, doch, da hinten. Was hat der da ist nichts fallen zum Snippern, lassen? Das ist weiter weg. Schicke Jeans. Brauche ich nicht. Eine schicke Jeans. Oh Gott. Perfekt. So, jetzt noch wo? Ja, bestimmt. Oder? Nee, das war's. Hä? Aber... Das war easy. Haben wir jetzt aber Punkte dafür gekriegt? Ja, Hammer. Hast du nicht gesehen? War minimal. Nee. Wirklich minimal. Gut, so, wie müssen wir jetzt lang? Müssen wir wieder runter? Nee, warte, hier unten ist der Wegpunkt. Wenn das der richtige ist. Du bist hier unten. Eintreffende Gegner. Nee, wir waren doch noch nicht fertig. Ja, wo sind die Gegner? Wo sind die? Von vorne kommen sie. Da! So. Wie schieß habe ich aber noch gekriegt? Hä, wo ist denn der hingerannt? Achso, der ist dann weg. So, da war was Grünes. Eintreffende Gegner. Sind sie denn jetzt wieder? Ah, sind sie wieder da oben, die Vorräte. Da schaffen wir sie nie mehr hin. Ah, doch, vielleicht über Seil noch. Die sind gleich im Arsch, die Vorräte. Na, das geht schon, das geht schon. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, nur müssen wir flott sein. Komm schon, Junge. Hoch hier. Was? Das ist meine Stadt, Junge. Fuck it down. Down, down, down. Oh, Stufe 12. Yo, perfekt. Vielleicht könnte ich beim Casting ein gutes Wort für Sie einlegen. Wissen Sie was? Wir gehen mal essen, wenn das hier vorbei ist. Will ich? Jetzt habe ich gerade die Stimme erkannt, der das mit dem Essen gesagt hat. Der Riddler. Was? Oder der einen Riddler gespielt hat. Batman, irgendein Batman-Teil. Ja, im Spiel hat er so gesprochen, aber weißt du, woher ich sie noch kenne? Hm? Weil ich jetzt sehr oft den Film auf Deutsch gesehen habe. Deadpool, das ist die deutsche Stimme von Ryan Reynolds. Warnung, Feindpräsenz entdeckt. Aha, ich habe den Film immer noch nicht gesehen. Laufen tut er aber noch. Ich werde ihn mir auch angucken. Wenn er auf Blu-ray rauskommt. Ja. Du musst versuchen, Headshots zu machen, Betsy. Also ich habe ihn zweimal auf Deutsch gesehen und einmal auf Englisch. Wirklich? Oh mein Gott, Badwood. Läuft bei dir. Ja, ist eh ein cooler Film, sicher. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Ja, richtig. Kann ich nur empfehlen. So, jetzt machen wir die Konsole auch noch gleich mit, wenn wir hier schon da waren. So. Ich kann ihn verteidigen. Das Magazin. Von wo? Ach, von hinten? Ja, ist eine gute Frage. Ja, aber der hier, genau. Na komm her, Junge. Warum versteckt dich nicht so? Da stehen die ganze Zeit eine neben uns. Ich denke auch, wo schießt denn der? Bis du über deine Deckung bist, bist du tot, mein Freund. So, was hat der Schönes? Warnung. Ah, Blödsinn. Oh, da oben ist Kleidung für mich. Kleidung. Ich mag frische Kleidung. Ich stinke. Ich schicke enge Jeans. Aha, das war die ich vorhin hätte gekriegt, aber die. Vor allen Dingen enge Jeans. Oh, hey Baby, was machst denn du hier? Da, ah, ich bin mitten im Rauch. Oh, fuck.
knalle ein bisschen mit meiner Pistole herum. Ah, der ist schon tot. Da ist das sind ja schon unsere Leute. Bei der Verteidigung des Bereichs helfen, machen wir doch. Das sieht man, wie ich mich gerade fühle eben, ne? Weil ich mit der Pistole herumrenne und sie abknall. Ich wollte aber auch mal die Pistole ausprobieren. Ich hab's aber immer noch nicht ganz raus, wie man die Pistole auswählt. Du musst, ich glaube lang gedrückt halten. Oder lange und dann... Warte. Nein, zweimal schnell drücken. Ah, okay. Genau, so, jetzt zweimal schnell. Richtung Strom. Ahnung, was für krankes Zeug da auf der Baustelle abgeht? So. Richtung Strom, Richtung Strom. Läuft bei uns. Sie geben mir langsam zu denken. Hier ist gemein. Er hat gemeint, was ist denn? Du bist gemein. Oh, da stirbt wieder einer. Halten Sie die Augen offen. Schade, dass man die nicht hier vorhin einen erlösen kann. Ja, ja gell, ich würde sie gerne, aber ich würde urviele abknallen. Urviele Zivilisten würde ich abknallen. Das ist mir schon klar. Aber wir sehen die Guten in dem Spiel, weißt du? Das wäre dann so schlecht, wenn du alle Zivilisten abknallen würdest, die über den Weg laufen. Ah, ich habe nie behauptet, ich wäre gut. Hä? Nur weil das Spiel sagt, ich soll einen guten Typen spielen, bedeutet das nicht gleich, dass ich es auch tue. Hey, da ist ein Feind. Headshot. Er lebt aber noch. Oh, die sind ja doch stärker. Das ist ja erfreulich. Da. Ja. Ja. Läuft bei uns. Was ist das für ein großes Stadion, wo wir da vorbeilaufen? Ist das überhaupt ein Stadion? Ich hab gar nicht auf dich gezielt. Was ist denn los mit dir? Ah, du brauchst Hilfe, mein Freund. Komm her, was brauchst du denn? Nahrungsmittelkonserve, bitte sehr. Moderne Jacke. Ja, wie oft soll ich denn noch eine moderne Jacke nehmen, Leute? Ja, ich hab die gerade eben an, die moderne Jacke. Vielleicht ja, ich hab die halt in mehreren Farben. Ach so, das kann weiß natürlich auch sein. Zu meinem Times Square, cool. Vielleicht schwingt Spider-Man gerade hier durch die Gegend. Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Die hat uns geschafft, die hat uns geschafft. Was? Na, aber ich finde das Spiel, es ist auch richtig hübsch, ey. Es ist so sexy. Ja. Gut, manche Texturen sind vielleicht jetzt nicht so schön, aber es passt. Es passt. Ja, nee, aber ja, es passt alles irgendwie. Ich finde, es hat einfach die Uratmosphäre. Ich bin immer noch so richtig geil drauf. Das wäre ja schlimm, wenn du jetzt am dritten Tag nicht mehr geil drauf wärst. Nee. Das wäre echt schlimm. Oh. Mach mal das. Was ist denn das für ein Nachschub? Das sind ja nur die paar Güter, oder? Nummer 1. Achso, wo müssen wir den hinbringen, wenn wir den in der Hand haben? Oh, da sind die! Ja. Oh, Stufe 12. Schießt du auf die, ich bring den Nachschub so lange zurück. So, einmal habe ich abgegeben. Wo wollte ich? Ich hab da gerade so ein Plakat vom Gebäude weggesprengt. Kann das sein, dass er was kaputt kugelt? So, noch wo? Ah, hinter mir. Blödsinn. Gut, ich gehe weiter die Koffer einsammeln. Du machst das schon. Ja, kein Ding. Mach ruhig. Wir pfeift schon abgehoben irgendwie der Typ, ne? Mit der Pistole. Habe ich ihn erledigt. Super, super. Was krieg ich hier? Ich gerade auch mit der Pistole auf sie, dass er mich. Zielfernrohr.
So, wo sind die jetzt? Okay, da kommt gerade einer auf mich zugerannt. Ja, ich hab gesagt, ich muss mich erst umgucken. Mach dir keinen Stress, ey. Betsy, mach dir keinen Kopf. Schlagen hier ist noch nicht. So, bist du zwei? Was ist das? Aber die Stufe 13, aber ein roter Pfeil nach unten. Achso, okay. Verstehe ich nicht. Ja, vielleicht, weil es halt doch schlechter ist. Muss ja nicht alles, nur weil es ein höheres Level hat, besser sein, gell? Kann ja sein, dass es in zwei Werten gut ist und dann wieder schlecht ist. Haben wir das jetzt erledigt? Sind wir fertig? Also nee, da kommen noch Gegner, aber ich muss nur noch eins abgeben. Ah, ich sehe schon. Warte, ich laufe kurz vor ein bisschen. Soll ich Snippern versuchen? Ah, jetzt rennst du mir voll in die Schussding. Okay, bitte, stell mal das Geschütz auf und fertig, hör mal. Ist ja lächerlich. So, abgegeben. Du könntest nachladen, mein Freund, aber er macht's nicht. Wahnsinn. So, drei von verbleibenden Gegnern säubern. Eine Deckung war's. Macht er nicht. Ja, den habe ich gar nicht gesehen. Mich kriegt ja niemand. Ah, vor allen Dingen, das hat er im Sterben gesagt, gell? Das ist halt super. Oh, Stufe 13. Waffe. Nehmen wir mal mit. Ja, ich nehme die jetzt auch mal mit, mal schauen. Das ist ja alles Stufe 13, easy, easy. Sollten wir uns aber langsam mal zu dem zur Mission aufmachen. Ja, aber ganz flott, die Kapotti. Weil nicht, dass du bald weg musst dann. Ja, ist eh bald soweit. Also ich hätte eh noch Zeit, aber Stales muss ich auch noch abspeichern und so, ne? Das dauert ja auch wieder. Ja, abspeichern und Zocki muss ich noch waschen und... Ja, Popo, ah, das Gesicht. Ja, Popo. Weil das macht der Zocki nur einmal am Tag, weißt? Nach jedem Gang. Ist ein bisschen stressig, deswegen. Wir brauchen mehr wie Einsatzstufe 12. Was krieg ich? Allwetterhose. Oder keine Ahnung. Ups. Wieso kommt jetzt Blitzreise, wenn ich da... Ich hab doch die Mission jetzt nur gewählt. Jetzt steh ich in dir. Was? Wieso stehen wir jetzt wieder vor der Mission? Keine Ahnung. Versuchen wir es nochmal. Da sitzt einer im Wagen. Was geht ab, mein Freund? Bist du müde? Oberste Priorität ist den Passen zum Einsatz. Ich schau mal, was wir mehr kriegen. Credits kriegen wir mehr. Ach, ich sehe gerade, die XP-Punkte bleiben aber dieselben, ob man jetzt auf normal oder auf Ding spielt. Ja, ich mach's ja nicht für Geld. Eins nach dem anderen. Ja, eben, aber ich meine, die XP, ich dachte, dass vielleicht, wenn wir schwer spielen, kriegen wir mehr Erfahrungspunkte, weißt du? Aber das ist nicht so. Ja, gut, dann brauchen wir sie ja nicht, oder? Nee. Außerdem sind die Stufe 12, die Typen, also denke ich jetzt nicht, dass wir jetzt so leichtes Spiel haben werden wie vorhin. Nee, glaube ich auch nicht. Oh, vielleicht sollte ich in Deckung gehen. Nee, sag bloß, das ist ein Schotti. Ja, aber ich hab'n. Weil der direkt auf mich zugerannt kam. Oh, von der Seite sind da welche. Alter! Jetzt sind sie gerade. Ich komme mal zu dir. Die sind nämlich gerade überall. Ah, jetzt muss ich nachladen. Da ist noch ein Schotti. Ah, der ist tot. Gut. Jo. Das war's. Geschütz. Da muss ich mir nicht immer die ganzen Stress anziehen. Füllen gehen kurz. So, steh auf da hinten. Steh auf da hinten. Steh auf da hinten. Was ist jetzt da? Komm her. Macht's wirklich. Du bist so dumm, Junge. Siehst du nicht, dass wir voll die Killer sind?
Wo waren die Munitionskiste? Die war doch hier irgendwo, oder? Ah, hier, Mac. Bevor wir da reingehen. So, ich mach das so mal. Also, jetzt ist die Watte weg. So, gibt's hier irgendwo was Schönes? Wo bist denn du? Ich renn schon. Ach so. Hier, wo wir hin müssen. Nur den Schalter umlegen, das reicht völlig. Nur Schalter umlegen. Gut.